The best way to relax after a hard day's work is to get an ice cold beer and watch Crownie's new Counter-Strike video. Cheers, everybody. Don't forget to subscribe and hit that like button. Yo, wunderschönen guten Abend, meine Sprudeln Spritzack. Ronny ist hier am Start. Und ja, wir sind heute auf Haycase und wir haben ultra viel Guthaben. Absolut lecker Schmecker. Wir haben von der Kohle auf jeden Fall was fürs Baby gekauft, was wir beim letzten Mal geholt haben. Und zwar eine Wickelkommode und so ein Wärmestrahler und sowas. Das habe ich vorher auch alles aufgebaut. Eventuell werdet ihr hier jetzt ein Bild sehen oder halt nicht. Muss ich mir noch überlegen, ob ich eins mache. Keine Ahnung, wahrscheinlich schon. Doch, ich mache einfach ein Bild rein. Habe ich vorher aufgebaut, bin absolut im Arsch und dachte mir, jetzt vielleicht als gutes Karma dafür, dass ich fleißig war und so weiter, machen wir hier die Profit. Gambling ist natürlich ab 18 und auch nur mit Kohle, die ihr übrig habt. Ganz, ganz wichtig, das Video ist gesponsert, die Kohle ist gesponsert, beziehungsweise da sind auch echt viele Affiliates dabei. Vielen, vielen Dank fürs Eingeben der Promo-Codes. Das supportet mich natürlich jetzt auch gerade in der Corona-Zeit und Baby und so weiter, supportet das natürlich ungemein. Aber bitte macht das auch nur, wenn ihr 18 Jahre alt seid. Solltet ihr hier spielen wollen, natürlich die Promo-Codes benutzen, das würde mich mega freuen, weil es halt einfach Kohle bringt. So, dann haben wir diese Giveaways hier. Da geht natürlich gerade einiges. Das könnt ihr euch dann mal ganz in Ruhe angucken. Einfach auf diese Geschenkbox hier oben drauf drücken und dann Abfahrt, ne? Promocode Crowny, hier seht ihr es nochmal. Event, was ist denn hier für ein Event? Ein Tag Event, Cisco Valorant. Valorant? Future Wheel, okay. Ah, lol, da kann ich ja richtig viel claimen. Weil man was aufgeladen hat, okay. Stimmt, wenn man was auflädt, dann kriegt man hier wie immer noch was dazu. Zwei Hellcase-Token, nochmal zwei Token. Keine Ahnung, was ich mit den Tokens machen kann. Nochmal ein Hellcase-Token. Nochmal zwei Hellcase-Token. Was mache ich denn mit den Tokens? Hier irgend so ein Skin bekommen. Einen Moment, ich muss... Oh, $2 bekommen, okay. Und 16 Hellcase-Tokens. Oh, da fehlt mir noch ein bisschen zum Aufladen. Macht aber auch nichts. Was mache ich denn jetzt mit den Hellcase-Tokens? Event Store? Ah, okay. Hellcase Balance aus 10 Token, oder? Your current Token Balance ist 0. Wollen wir gucken? Ah, 23, einmal Refresh. Okay, kann ich mir immerhin nochmal $2,50 holen. Machen wir auch, drauf gekackt. Zack, rein damit. Ist gratis, nehmen wir mit. Was ist denn das hier? Mixer. Ach, da tut es hier automatisch irgendwelche Cases zusammenstellen und die macht man dann auf, oder was? Ja, komm, sollen wir das mal versuchen? Open. Ja, wir open. Wir openen. Ach, eine von den Kisten kann man jetzt gewinnen, oder wie? Aber für $17? Kann das worth sein? Ah, jetzt geht's noch weiter. Lol, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Oh mein Gott, Hellcase ist einfach die mit Abstand beste Seite. Was denn das hier wieder für ein geiler Scheiß? Alter, Hellcase ist mit Abstand die krasseste Seite. Hilfe. Hilfe ist das geil. So, ich habe mich eigentlich gefreut auf ein paar geile Cases, wieder mit ordentlich Profit, hoffentlich. Wie gesagt, ich würde es mir gerade wünschen, weil wir ja die Kohle gut brauchen. Aber das hier ist der absolute Wahnsinn. Und ein paar Battles. Battles wollte ich auch machen. Ein paar ordentliche Battles, Alter. Geile Nummer. Und jetzt erwartet mich hier sowas. Das habe ich noch nie gesehen. Okay, wir haben jetzt aber insgesamt nur rausgekriegt $6. Das ist natürlich eher ein Witz. Aber dieses Mixer-Prinzip ist trotzdem geil. $22. Die machen wir mal auf. Die machen wir einfach mal auf. Zack. Absolut geiles Future. Absolut geiles Future. Aber das hat irgendjemand aufgemacht, oder? Weil hier oben gibt es auch Copy Your Link. Was bringt mir das, wenn ich euch den Link kopiere, ist die Frage. Wenn da noch Leute mitmachen? Verstehe es nicht. Aber wie das hier funktioniert, versteht man natürlich, klar. Da kommen Kisten und dann so mit dem Piu, Piu. Oh! Eins oben drüber, ey, das wäre ultra lecker gewesen. Okay, wieder Minus gemacht. Ich würde sagen, wir probieren hier erstmal noch die Premium Case. Bei der habe ich bis jetzt jedes Mal durch Affiliate extrem gut gezogen. Einmal $300, einmal $200 und einmal $100. Deswegen, die muss auf jeden Fall immer am Anfang aufgemacht werden. Vielleicht hätte ich sie auch direkt am Anfang aufmachen sollen. Ohne die anderen Cases. Och, komm, die Asimov wäre es doch gewesen. Oh, aber trotzdem $53. Nochmal. Nochmal, die Premium Case, die ist es einfach, Freunde. Die ist es hier einfach. $53, absolut köstlich. Ah, oh, das ist nicht so gut, oder? Ah, $24? Aber ich will auch nicht meine ganze Kohle hier verzwiebeln. Komm, eine machen wir noch. Alle guten Dinge sind drei. Wir haben hier wirklich leckeres Guthaben. $480 drauf gehabt. Komm, 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 komm. Oh! Oh, $14, schade. Ein zweiter wäre doch lecker gewesen. Wir machen ein Versus Battle. Aber das hier mit dem Mixer, boah, lecker. Ich glaube, ich mache hier selber meins auf. Create New Battle. Dann packen wir uns hier ein paar geile Cases rein. AK Case machen wir auf jeden Fall dazu. Zwei Stück. Covered Case finde ich noch geil. Machen wir auch noch zwei Stück dazu. Haben wir ein $25 Battle. Zwei Players machen wir. Great Battle. $25. Wir sehen hier die gute linke Seite. Ich hoffe, da trunkt gleich jemand rein. Oh, das sieht so aus, als würde schon laden. Okay, es geht los. Es geht los. Auf jeden Fall Daumen drücken.
Ich hoffe natürlich, es läuft hier saftig. Oh! $46! Oh mein Gott, Digga. Ich habe jetzt alleine schon Plus gemacht. Ich habe jetzt alleine bei mir schon Plus gemacht. Okay, das darf jetzt, er darf jetzt nichts mehr ultra krasses ziehen. Aber er soll trotzdem noch ein bisschen was ziehen, weil alles, was er zieht, gewinne ich natürlich auch. So, jetzt muss ich mindestens das Doppelte rausholen und das habe ich. Wir haben das Dreifache rausgeholt. Wir createn nochmal dasselbe Battle. Wir haben das Dreifache rausgeholt. Natürlich hätte ich die ABP nicht gezogen. Dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht gewonnen. Aber dann hätte er gewonnen und hätte niemals das Doppelte rausgezogen. Die ABP alleine war ja schon $46 von 75, ne? Okay, nächstes Battle geht los. $5. Er hat $8. Okay, es ist noch alles drin. Es ist noch alles drin, ne? So eine leckere ABP oder so. Wir haben $10. Oh mein Gott. Ich glaube, er ist immer noch weit vorne. Oh, shit. Shit. Ne, ich bin der Rechte. Null. Nein. Er gewinnt ganz am Schluss noch. Oh mein Gott. Ich dachte, ich bin der Linke. Ah, das war ja der Fell des Grauens, ey. Das war eher not so knackig. Okay, $311 haben wir hier noch drauf. Collector, machen wir mal 3 Stück auf. $13, $14 kostet die Case. Mal gucken, was wir rausholen. Ich würde auch mal gern wieder so eine richtig fette $200 Case aufmachen. Das haben wir ja beim letzten Mal gemacht und hatten richtig Glück. Hatten wir beim letzten Mal richtig Glück mit so einer $200 Case. Ich will es aber, glaube ich, nicht nochmal riskieren. Was ist denn hier? Ah ne, das sind wieder die Multicases, die ich immer noch nicht check. Ich habe mir ja Premium geholt für $5. Heißt, machen wir hier einfach mal auf. Das ist hier so eine Premium Case, die kriegt man nur, wenn man das Premium Abo auch hat. Bin mal gespannt, ob da auch was Gutes drin ist. Oh, Statrack, $32 für $18. Lecker. Machen wir noch eine Premium Case auf. Absolut lecker. Haben wir noch $260, aber ich bin am überlegen, eben noch eine. Oh, Alter, wäre das übel gewesen. Okay, $16. Würde die aber gerne alle mal ausprobieren, die Premium Cases. Ich war auch am überlegen, ob ich noch eine große Case aufmache, aber bin mir irgendwie echt unsicher, muss ich sagen. Oh, das Messer wäre da jetzt lecker gewesen. $17 für $24 ist eher nicht so gut. Endocate hatten wir jetzt. Machen wir noch die hier auf. Einmal kompletten Premium Cases aufmachen. Weiß auch nicht, warum die Premium sind. Prozente sieht man hier leider nicht auf der Seite. Ist so das einzige Manko ein bisschen. $11, knapp plus minus 0. Die Kolossus hier, zack, ziehen wir aber auch noch auf. Und dann haben wir sogar danach noch $200 übrig. Die Frage ist halt, ob ich danach... Oh, so knapp am Messer vorbei. So, jetzt haben wir noch eine $5 Case, die machen wir auch noch auf. Die Frage ist halt, ob ich danach noch eine fette Case aufmache oder nicht. Das ist halt echt... Oh, Momentum. Ah, gut, war jetzt eher nicht so der Kracher. Muss ich ehrlich sagen. Wir haben jetzt $290. Dann wären wir genau bei $500. Heißt also, ich habe sogar ein bisschen Profit gemacht. Ich habe die ja letztes Mal aufgemacht und wir hatten wirklich absolut Glück in der $200 Case. Will ich das nochmal machen, ist die Frage. Das war hier die Diamond Case. Können wir denn da rausholen? Sollen wir den nochmal aufmachen? $200 Case. Letztes Mal lief es so gut, es kann jetzt halt beschissen laufen. Wir versuchen es. 3, 2, 1... Bitte, komm schon. Nochmal sowas Fettes wie beim letzten Mal. Bitte, bitte, bitte. Beim letzten Mal haben wir $500 hier rausgezogen. Bitte, bitte. Halt, halt, halt. Ja! Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. $720. Noch besser als beim letzten Mal, Alter. Geil. Heftige Nummer. Uiuiuiuiuiui. Ich sag's euch, der Ständer, der steht in der Hose, Alter. The fucking clock paid. Nee. Clock paid. Wir sind bei $1,010. $1,010. Ich kann hier auf der Seite sogar am Tag nur $500 auszahlen. Ich würde sagen, $1,000 schmeckt. Wir machen hier noch ein Versus mit den restlichen. Ist egal, ob wir das jetzt verlieren oder gewinnen. Drauf geschissen. Wir haben es jetzt ja. Und wir machen was richtig Risikoreiches, okay? $24 werden jetzt nochmal ein bisschen weggeblasen. Wir haben ja... Oh Gott, ist das geil. Ich kann mir das alles auszahlen lassen, ja? Ich kann mir das alles auszahlen lassen. Das ist nicht, was ich mir nicht auszahlen lassen kann. Ich glaube, von ihm habe ich bekommen $350 oder $400. Von Affiliates hatte ich $80 bis $130 in dem Fall. Und jetzt haben wir hier so ein fettes Ding gezogen. Und ich habe noch gedacht, mache ich es auf oder mache ich es nicht auf? Zeige ich die Eier oder zeige ich die Eier nicht? Und es hat sich wieder gelohnt, die Eier zu zeigen. Ich würde sagen, bei Hellcase auf jeden Fall jetzt immer eine $200 Case. Die hat uns einfach zweimal schon extrem Glück gebracht. Hier, wenn wir die... $21. Und dann nehmen wir noch... Ach ja, komm, nehmen wir die hier drauf gekackt. Zack und auf. Und dann machen wir 4 Player auf Attacke. Einfach nur Attacke. Okay, Freunde, hier wird kein Shoot raus. Ich habe jetzt 10 Minuten gewartet. Ich breche ab. Ah, cool. Man kann hier auch noch seine Tokens reinsetzen. Okay, jetzt habe ich hier meine 3 Tokens reingesetzt. Da habe ich hier noch so einen Spin. Ja gut, da kann aber eigentlich gar nichts Gutes rauskommen, oder? Nervt mich jetzt ein bisschen. Ich wollte hier noch ein... Oh,
Hier ist ein 15-Dollar-Battle, da gehen wir rein. Join, Attacke. 10 Runden, aber ist egal. Das gönnen wir uns jetzt hier zum Schluss nochmal. Das gönnen wir uns hier absolut zum Schluss nochmal. Hier natürlich eine Glock Fade, wäre natürlich jetzt nochmal geil. Davon haben wir ja jetzt eine. Oh, wir sind links, okay. Aber wir haben eigentlich, sind wir vorne? Nee, er ist 6 Cent vorne, er gibt's ja nicht. Ah, er ist immer noch 6 Cent vorne. Wir brauchen jetzt einfach, oh, jetzt sind wir vorne. Das ist schon mal lecker. Aber das Ding hat 15 Dollar gekostet, ne? Deswegen bis jetzt noch relativ lausig der Gewinn. Wenn ich das jetzt gewinnen würde, hätte ich gerade mal das fertig. Oh, enge Kiste, Alter. Komm, verlieren will ich jetzt aber auf keinen Fall. Nein, das war die letzte Case, oder? Nee, nee, nee. Zwei gibt's noch, okay. Oh Gott, er ist noch weiter vorne. Jetzt kann mich ja gar nichts mehr retten, oder? Oh, shit. Hat er gewonnen, okay. Schade. Aber wir suchen jetzt hier noch eine normale Case, zimmern die auf, machen hier die M4-Case noch zweimal auf und dann freuen wir uns megamäßig über den dicken Gewinn. Können den Baby da wahrscheinlich von was. Und wir freuen uns einfach. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein und bis bald.